Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich euch jetzt zurück zum Daily Vlog begrüßen. Was geht ab? Es kann sein, dass ich eventuell sogar die Asynchronitätsprobleme gelöst habe. Wenn ja, dann ist es jetzt synchron. Wenn nicht, dann nicht. Werdet ihr sehen. Auf jeden Fall. Fangen wir mit dem Klarträumen an. Ich habe mir gestern die Hypnose-Datei wieder angehört, aber ich war zu müde und bin eingepennt. Ich habe auch ganz kurz wieder, ich träume, mein Kopf, in meinem Kopf dreht sich hin, das ist halt irgendwie alles um Digimon, ist einfach so, keine Ahnung, irgendwie bin ich gerade wieder so ein bisschen in meiner Kindheit zurück, deshalb hatte ich auch wieder irgendwie eine Traumandeutung in Richtung Digimon, aber was genau, weiß ich nicht. Ansonsten habe ich heute wieder, nicht viele, aber auf jeden Fall regelmäßig wieder RCs gemacht und mir diese kritischen Fragen gestellt, keine Ahnung, jetzt schon so 6-7 Mal heute insgesamt und der Tag ist ja noch jung. Deswegen war das auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ja, ansonsten, gestern Abend wollten ja eigentlich Akira und ich aufnehmen, aber dann hatten sie eine Mandelentzündung und wir konnten leider nicht mehr aufnehmen. Und ja, eigentlich wollte ich selber dann noch ein bisschen Randalls Monday aufnehmen, aber irgendwie war ich dann so ein bisschen müde und habe gesagt, nee, heute Abend chill ich ein bisschen, habe mir das eine oder andere Video angeschaut und habe mir gesagt, nee, heute einfach nichts mehr. Ansonsten kam heute leider nur ein Gaming-Video um 17 Uhr Galaxy 2, aber Leute, wenn ihr noch nicht genug von Gaming habt, habe ich euch jetzt nochmal zwei Video-Empfehlungen und eine Stream-Empfehlung für heute Abend, wie ihr eure Zeit verbringen könnt. Die erste Video-Empfehlung ist, gestern kam ja die Splatoon-Folge mit Drache und Marvin, da kam heute die Folge von Drache auf seinem Kanal. Die ist erstmal unten verlinkt, die kam um 14 oder 15 Uhr, die ist unten verlinkt. Wie gesagt, da bin ich halt dabei und wenn ihr euch das angucken wollt, dann könnt ihr das tun. Link ist unten in der Beschreibung. Dann habe ich mir gestern Abend auch eher später noch ein Video vom lieben MyFlashware aka Johnny angeguckt. Den kennen vielleicht die ein oder anderen von euch aus Wollo Streams. Ist so der Zeichner für Wollo, Ricky, Mock, Maeve und so weiter. Also Mesh und so weiter. Und da hat Wollo von ihm gestern ein Video auf Twitter geteilt, wo er Wii Sports spielt. Aber das ist nicht einfach nur irgendwie langweilig Let's Play Wii Sports. Das ist echt richtig gut und unterhaltsam gemacht. Auch ein bisschen mit was hier Animationen und was er gezeichnet hat. Also sehr zu empfehlen. Und bis jetzt habe ich Johnny leider nicht abonniert gehabt, weil, keine Ahnung, ich hatte irgendwie keinen Bedarf, kein Bedürfnis, nicht so viel Interesse. Und dann dieses Video hat mich dann so gesehen zum Abonnieren gebracht. Also ist auf jeden Fall richtig unterhaltsam. Kann man sich auch 2, 3, 4, 5 Mal geben. Ist richtig gut geworden. Das ist dann der zweite Link in der Beschreibung. Und der letzte Link für meine Empfehlungen an Gaming Abend Entertainment ist ein richtig geiler Livestream. Und zwar Racen aktuell, während ihr dieses Video seht. Auch während ich schon nach Hause fahre. Der liebe Wollo, der Ricky und der Maeve von Mesh, Zelda Ocarina, laber keine Scheiße, Patrick, Zelda Majora's Mask. Allerdings haben die drei das Spiel nie wirklich groß gespielt und die mögen das Spiel auch nicht wirklich. Das heißt, es wird Kotze pur geben. Das wird Unterhaltung vom Allerfeinsten. Ich werde auch das sein, also ich werde im Chat dabei sein. Also wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr mich irgendwie antreffen wollt, dann werdet ihr mich da auf jeden Fall im Chat sehen. Und dazu ist auch der Link zu allen drei Streams unten in der Beschreibung. Meine Empfehlungen des Abends. Wie das Splatoon-Video von Drache, wo Marvin und ich dabei sind, das geile Wii Sports-Video vom lieben Johnny von MyFlashware und das geile Majora's Mask Livestream-Race von Ricky, Wollo und Maeve von Mesh. Ja, wie gesagt, den Stream werde ich mir heute Abend auf jeden Fall auch geben und wird sehr nice. Ja, das, was soll ich noch sagen? Eigentlich sonst nicht viel. Außer, dass ich gerade wieder sehr im Digimon-Hype bin und mit dem nächsten ein Poster bestellen werde, weil ich noch einen Gutschein habe, wo ich 30% billiger ein Poster kriege. Und das ist der einzige Grund, weshalb ich mir dieses Poster kaufe. Nur weil ich noch einen Rabattschein habe. Der einzige Grund. Like a Schwabe. Ja, ansonsten habe ich gestern noch groß gemacht. Habe ich gestern noch irgendwie was Wichtiges angeguckt, was man sagen sollte. Ah ja, noch eine generell eine Projektempfehlung. Ich hau jetzt einfach mal ein paar Empfehlungen raus, was ich gerade so gucke und sehr viel feiere. Ist das Skate-Let's Play von Skate. Also der YouTuber ist Skate702 Germany. Das ist auch von dem Typen, wo ich sein Thumbnail-Tool unter anderem mit von meiner Thumbnails benutze. Der studiert auch Informatik Richtung Anwendungsentwicklung. Und da benutze ich sein Thumbnail-Tool für die Thumbnails. Also dieses Thumbnail, was ihr hier seht, ist mit seinem Thumbnail-Tool erschienen. Also auch mit Photoshop, aber hauptsächlich mit seinem Thumbnail-Tool. Und wir haben ein Let's Play angefangen.
und zwar das Spiel Skate, wo man halt skaten muss. Das ist so ähnlich wie Tony Hawk's Pro Skater 2, nur halt viel genauer, professioneller und realistischer. Und da er halt selber auch seit der 10 ist oder so, also seit über 12 Jahren oder so selber am Skaten ist, kann er das halt auch wirklich richtig gut erklären, kann die Tricks gut erklären, kann generell alles, was in Richtung Skaten so weiter gut erklären, bringt es richtig gut rüber. Playlist dazu auch unten in der Beschreibung. Also wenn ihr euch sagt, auf YouTube habe ich heute Abend gar nicht zu gucken, jetzt habt ihr was. Dankeschön. Ansonsten werde ich heute Abend nach dem Wallstream, weil ich muss mir den jetzt gleich geben, weil ich habe da richtig Bock drauf, noch die Reynolds Monday Folge für morgen aufnehmen. Ansonsten ist heute Abend nichts groß geplant, außer wie gesagt den Stream gucken und Reynolds Monday aufnehmen. Ansonsten ist heute nichts mehr geplant und ansonsten gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr viel zu erzählen. Arbeitstechnisch lief es heute wieder gut. Ich war wieder ein bisschen früher fertig, bin deshalb jetzt ein bisschen früher zu Hause. Das ist auch voll nice. Und ja, ansonsten gibt es überhaupt nichts mehr zu sagen eigentlich. Ist sonst nichts Spannendes dabei. Doch, außer dass mein Kollege auch Videos macht und mich dem letzten Sachen Wii U und so weiter befragt hat. Und dann so zu mir kommt, sag mal, will mich Nintendo eigentlich verarschen? Warum kostet eine Wii U 300 Euro? Für eine PS4 mit zwei Spielen und zwei Controller zahle ich auch 350. Warum kostet die Wii U so viel? Und dann habe ich nur so gesagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen doof gewesen, Nintendo ist arm. Weiß auch nicht, warum das... Also, man muss sogar ganz klar sagen, die Wii U hat einfach schwächere Leistung als PS4 und Xbox One. Spiele hin oder her, die Hardware-technische Leistung von der Wii U ist unter PS4 und Xbox One. Ist einfach ein Fakt. Aber trotzdem ist sie im gleichen Preis, im gleichen Preisspektrum. Wer weiß warum? Ist einfach so, ne? Ja, der macht auf jeden Fall auch Videos und hat mich halt da gefragt, ob er die mit seiner Capture vercapturen kann. Und ja, wenn er den HDMI-Ausgang hat, geht das ja. Dann hat er mir noch empfohlen, in Zukunft mit Shadowplay meine Videos aufzunehmen, weil du da null Verlust hast, anstatt mit OBS. Werde ich vielleicht mal ausprobieren, das mit Nvidia Shadowplay, weil das macht er auch so. Werde ich mal ausprobieren, vielleicht. Aber dann muss ich halt die Facecam wieder einzeln aufnehmen und die Audio, muss man mal gucken. Ich glaube, er macht halt auch wirklich nur Gameplay ohne Commentary. Da ist es dann natürlich deutlich besser, wenn er halt nur mit Shadowplay oder sowas aufnimmt, wo du halt nur wirklich ausschließlich sowohl Sound als auch Videotechnik des Game Captures. Aber mir ist dann halt noch das Commentary mit dabei, die Facecam, der Rahmen, hier und da eine Einblendung, da ist dann OBS schon nice, aber ich werde es mir vielleicht mal angucken. Ja gut, ansonsten möchte ich den Vlog jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen, das war es eigentlich soweit, was ich sagen wollte. Wie gesagt, Videoempfehlungen, sowohl Stream als auch Let's Play technisch unten in der Beschreibung habe ich ein paar Sachen verlinkt. Und ja, wenn euch der heutige Stream gefallen hat, war ein Livestream, doch. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich sehr nach oben und einen Kommentar freuen. Link zur ersten Folge und zur Playlist findet ihr unten in der Beschreibung und nach allen Social Media Links. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Und ja, was ist denn da zu sagen? Tschüss, silly.